Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu Dragon's Dogma Dark Arisen auf der PS4 Pro im Boost-Modus. Das ist Part 70, Leute, und ich bin euer Affenkönig Dämlich. Tja, das letzte Mal ist ziemlich viel passiert. Wir haben den Lindwurm besiegt. Überall in der Stadt war wie eine Art, oder in der ganzen Welt eine Art Ascheregen. Der Drachengeschmiedete auf den Hühnhügel ist gestorben. Und unser Herzog ist ja jetzt ja, doch er ist eigentlich noch unser Herzog, hat uns bezichtigt, dass wir einen Pakt mit den Drachen gemacht hätten, so wie er das damals getan hätte und wir ihn gar nicht besiegt haben und er deswegen gealtert ist und wir seinen Platz einnehmen wollen. Und dann haben uns die Wachen gejagt hier in Grand Zorin, dann sind wir in den Grabenbruch reingefallen. Das riesige Loch, was entstanden ist, wo wir den Lindwurm besiegt haben, haben im letzten Part noch ein böses Auge besiegt und jetzt geht's weiter hier, Leute. Die Kammer der Erleuchtung. Ja, ganz schön viel Progress gemacht. Oh, nein! Geister! Oh, wie ich die hasse! Komm her! Boah, gleich mit Eis! Du bist schon übertrieben, hä? Mit den Eis gleich geil. So, jetzt geht's hier gleich straff weiter. Und ich glaube, wir finden hier noch richtig coole Sachen. Ich weiß aber gar nicht mehr, was hier letzten Endes denn überhaupt noch so passiert. Aber freue mich natürlich riesig. Selene und Rose sind immer noch bei uns. Also die lange harsche Truppe, könnte man eigentlich sagen. Die haben alle lange Haare, du. Ist das nicht geil? Ja, neuen Bogen, Cedra haben wir auch gefunden. Haben wir dann bekommen, nachdem wir den Lindwurm erlegt haben. Also viele geile Sachen. Wer es nicht gesehen hat, guckt euch die letzten Parts mal an. Sind echt stark. Viel passiert. Oh ne, da sind sie wieder. Kann man halt nicht festhalten, gell? Ah, die verlieren halt nicht so oft was, gell? Vielleicht so ein bisschen Ektoplasma. Oh! Hier ist was zum Schürfen. Mal gucken, was es hier unten für Erze gibt. Kupfer. Hübscher Stein, ja gut, das hatten wir ja schon des Öfteren. Was ist denn da los? Ah, Skelettzauberer. Geil. Die haben wir ganz schön gut besiegt bis jetzt. Aber ich glaube, hier gibt es echt noch ziemlich harte Gegner. Wir hatten ja das böse Auge besiegt im letzten Part. Was natürlich ein sehr geiler Gegner ist. So ein bisschen wie... Erinnert mich, wie heißt dieses Vieh von Final Fantasy? Morbol. Ah, ich kann ja nicht hochhüpfen. Das ist schade, weil ich wollte hier hoch. Naja, ist ja erstmal egal. Scheint aber auch nichts mehr zu sein. Schöner Riftkristall. Ja, die stehen gar nicht auf die magischen Pfeile, gell? Was auch viele Lazarus-Steinsplitter. Das ist, glaube ich, schon der fünfte. Wie viel brauchen wir, um das zusammenzufügen? Da können wir doch gleich mal gucken. Niki hat die anderen. Der, den Stein, den können wir hier wegschmeißen. Raus! Mit dem Mist. Brauchen wir doch nicht. So, wo ist er denn? Da ist er. So, übergeben. An mich, jawohl. Na. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die zusammenfügen konnte. Na, gucken wir später nochmal. Das war aber eigentlich, glaube ich, ganz easy. Aber die lassen halt schöne Tränke fallen hier. Gesundheitstränke.
Und vor allem Riftkristalle. Oh, diese geilen Statuen hier drinnen. Wir haben davor ein paar, haben wir auch schon ein paar coole gesehen. Geil. Ist echt ein schöner Dungeon. Schon wieder. Wieder einmal. So, wir gehen erstmal hier lang. Wir müssen ja alles erkunden. Ah, hier geht's hoch. Da ist bestimmt irgendwas versteckt. Oh nein. Kinderlache. Spukaniumsplitter. Kämpfen hier richtig mit den Skeletten zusammen. Komm her, du fieser Hund, du! Sehr schön. Boah. Also das heißt, dass hier noch starke Gegner kommen, oder? So viele Lazarus-Steinsplitter, wie ich hier finde. Heißt das einfach, dass jetzt hier so viele starke Gegner kommen und ich öfters mal wiederbelebt werden muss? Lässt sich nicht öffnen. Gibt es hier irgendwo einen Hebel? Nein. Gut, wir können auf jeden Fall dann nach unten das untersuchen. Wir gehen ja erst mal hier rüber. Hier wollten wir ja vorhin hoch, das sind wir nicht hochgekommen, also eben gerade. Oh, eine Kiste. Wunderelixier, naja. Wahnsinn, so viele Lazarus-Steinsplitter. Das geht bestimmt auch nicht auf, oder? Wenn das andere auch nicht aufgeht. Nope. Ja. Oh. So, war hier noch etwas? Nope. Auch nicht hier oben irgendwo dran. Gut, dann geht es eigentlich nur noch hinten weiter. Oder war da auch Schluss? Ne, da kann ja nicht Schluss gewesen sein. Hier müssen wir reinkommen, oder? Quatsch. Lässt sich auch nicht öffnen. Da haben wir irgendwas übersehen. Kein Hebel, kein nichts. Hier war jetzt auch kein Hebel. Könnten natürlich mal auf die Karte gucken. Aber. Nee, da sind wir hergekommen. Und dann kann es ja eigentlich nur hochgehen, oder? Hat da ging die Tür nicht auf. Reisestein brauchen wir jetzt nicht. Ich glaube, wir kommen aus Dungeons ja eh nicht raus mit unseren Reisestein. Oder. Ist ja irgendwo eine zerbrechliche Wand, weil hier stehen so viele Fässer rum. Hm. Aber so ein Eisengitter kannst du doch vergessen. Das kriegst du doch nicht mit zum Fass hier kaputt. Und das sieht auch nicht irgendwie zerbrechlich aus. Das erkennt man ja eigentlich immer, wenn ja was zerbrechlich ist. Hier drüben auch nicht. Das auch nicht. Da, rückt euch mal das Tor an. Da müssen wir rein. Geht mal weg. Lässt sich wirklich nicht öffnen. Was hängt da oben? Fackel? Zarma. Oben, was ist denn das? Oh nee, jetzt kommen wir hier nicht weiter, Leute. Warum denn nicht? Also, wenn ich irgendwas übersehe, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare.
versuche mich aber nochmal extra genau umzugucken hier. Weiß aber auch keiner was, gell? Sagt doch keiner was. Gut, das kann natürlich sein, wir können uns ja noch weiter runterstürzen, das habe ich jetzt ganz vergessen, dass wir hier einfach momentan noch nicht weiterkommen und erst irgendwo... ein Hebel öffnen müssen. Das kann natürlich sein, aber ich gucke trotzdem noch mal jetzt ganz genau hin hier. Nee, waren wir ja überall schon. Gut, dann gehen wir noch mal schnell zurück. Müssen wir ja. Ich meine, diejenigen von euch, die das noch vor kurzem gespielt haben, die wissen natürlich, dass es jetzt hier nicht weitergeht, weil es ist ja eigentlich so ziemlich, naja, eine freie Entscheidung, möchte ich mal sagen, wo man sich jetzt runterstürzt und auf welche Ebene man dann kommt. Deswegen werden wir das auch weiter tun. Einfach weiter runter. Oh. Ah, jetzt fangen wir wieder oben an. Dann gleich aufs Erste. Ich weiß nicht, ob wir am Ersten schon waren. Dann können wir nämlich alle langsam abgrasen. Das ist doch cool, Leute. Ich flehe euch an, bringt mir diese Lazarussteine. Ich habe doch so viele Lazarussteine. Wir haben doch jetzt auch schon etliche Lazarussteine. Ich übergebe mal schnell mein Zeug. Es wird ja auch langsam ein bisschen schwer hier. Niki hat ja auch noch sau viele. Aber er sammelt auch immer nur Zweier. Hm. Ich wollte mal was probieren, wenn wir... Nee, wir können ja jetzt momentan auch gar nichts schenken. Oh, da ist ein Händler! Seid gegrüßt, der Wächter. Mit ihrem letzten Atemzug bat mich meine Herrin, hier auszuharren. Und so verweilt dieser Vasall und mit den dürftigen Gaben, die er sammelte, einst dem künftigen Erweckten auf seinen Pfad dienen zu können. Trefft eure Entscheidung, Herr. Oh, cool. Goldene Armbänder. Oh. Die sind ja... Oh, die sind ja ganz schön gut. Oh, ist auch unser ganzes Budget leer, wenn wir die jetzt kaufen. Was hat er denn hier zu bieten? Ah, Blitzsprinterfoliante, gut. Aber schon mal gut. Da haben wir schon mal ein paar schöne Sachen, die wir auf jeden Fall kaufen können, wenn man Not am Manne ist. Also ich meinte jetzt Heilung. Aber der Vasall davon hat uns ja erzählt, er möchte Lazarussteine haben. Wir haben ja jetzt schon viele gesammelt. Oh, hier ist noch eine Kiste. Wir werden garantiert auch noch mehr sammeln. Oh, ich liebe aber diese Musik hier unten. Und was hält es noch für uns bereit? Was wird hier noch passieren? Da bin ich mal gespannt. Das ist doch... Wir sind in der Pornogilde. Ah, oder? Natürlich. Grüß dich, Barnaby. Seit 2x20 Jahren hält dieser Vasall hier Wache. Doch nie sah ich etwas Ähnliches. Ja, der hat auch noch nichts, sowas Grässliches gesehen. Aufträge. Das Nest des geflügelten Biestes, ein Basilisken, oh geil! Und 7 Geo-Echsen. Das könnte auch alles noch vom Zusatz sein, dass sie da noch ein paar Quests dazugetan haben.
Gut, Leute, da wissen wir Bescheid. Das ist die erste Ebene. Jetzt müssen wir versuchen, auf die zweite zu kommen. Ich weiß nicht, ob man von oben sieht, wo sich die zweite befindet. Da rechts wahrscheinlich. Oder? Ja, das sieht so aus. Es könnte aber die sein, wo wir das böse Auge besiegt haben. Ich versuche mal hinzukommen. Ja! Dass wir die wirklich alle Stück für Stück abgrasen. Ich glaube, das sollte auch so das Ziel sein. Überall geile, was sein? Was haben die denn für geile Rüstungen? Siggi. Sieht ja auch geil aus. Kammer der Beklemmung. Waren wir da schon in der Kammer der Beklemmung? Ah, erstmal ein Schluck Häfchen. Einwandfrei. Oh! Mag ja! Oh, die Rose, die klebt mir echt richtig am Arsch. Verdammt! Gucken, ob der 6 Pfeile mache ich. Glaub's nicht. Ja, er geht runter jetzt. Der heilt sich bestimmt auch. Komm her, mein Dickerchen. Ja. Boah, jetzt hat er uns die ganze Ausdauer abgezogen. Aber die verlieren alle Lazarus-Steinsplitter. Wahnsinn. Ja, da waren wir hier jetzt auf jeden Fall noch nicht, außer das ist so zufallsgeneriert, dass jetzt hier immer andere Gegner erscheinen, wenn man auf die Ebenen springt. Aber ich glaube nicht. Ich denke mal, wenn, dann wären das dieselben Gegner. Hartknollentunke? Hm. Hilfe! So, sehr schön. Hier sind wir hergekommen. Hier geht's. Ah, hier geht's nicht weiter. Nope. Lässt sich leider nicht öffnen. Wir sind ja voll im Endgame drin, Leute. Also, eigentlich war das das Endgame schon. Also, sag mal, das war's noch nicht, aber. Der Drache ist schon mal tot. Ja, hier kommen wir überall nicht rein. Was brauchen wir denn da? Müssen wir denn den einen. Da was sollen vielleicht die Lazarussteine geben? Hm. Gut, dann würde ich sagen, ab zur nächsten Ebene. Also Kammer der Beklemmung, müssen wir uns mal merken. Kammer der Erleuchtung kam man nicht weiter. Das war mit diesen ganzen Skeletten. Wo ist denn der nächste?
wieder hier hinten. Hia! Also jetzt müsste aber irgendwann das kommen mit dem bösen Auge, was wir besiegt haben. Kammer der Abwesenheit. Könnte das das gewesen sein? Ich glaube schon. Ja, Gegner sind natürlich wieder da. Oh, nee! Oh geil, ja, Auftrag gemeistert. So und so viele Echsen besiegt wahrscheinlich. Ja, Schwanz ab. Was verlieren die denn? Wirksamer Grünfertig. Genial. Ich müsste meine Skills auch nachher nochmal tauschen. Ich wollte mir ja diesen bestimmten Pfeil da, den der GDR Schelderowski auch in seinem Video mir mal gezeigt hat. Ah, wie heißt er denn? Der dann praktisch von den Wänden abprallt, was sehr geil ist. So, hä? Verlassen? Nein. Gut, hier sind wir hergekommen. Gut, die Echsen, die haben es schon ganz schön in sich. Oh, Skelett schon hier. Ha, wie die Knochen unten zerschlagen sind. Sehr schön. Aber hier ist auch nichts, gell? Man sammelt auf jeden Fall einen Haufen Gelumpe. Da können wir uns auch gleich mal irgendwas reinpfeifen. Heißer am Flächen beträchtliches Maß an Gesundheit. Man sammelt hier so viel Zeug ein. Das können wir dann eigentlich auch noch gut verteilen. Ja, die mögen halt wirklich nicht das Attribut heilig. Oh, schon wieder. So viele Splitter. So, hier kommen wir auch. Nee, es geht in keiner Passage, geht es durch die Gitter durch. Und irgendwie müssen wir diese Gitter öffnen. Oh. Feuerhunde! Ja, Aufstieg 48. Sehr schön. Aber dann dürfte es hier theoretisch jetzt auch wieder nicht weitergehen. Die sind ja alle ungefähr genauso aufgebaut. Aber wann öffnen sich denn diese Türen? Da müsste man dann ja nochmal hier runter. Oder habe ich irgendwie etwas Bestimmtes vergessen, um die zu öffnen? Ich hoffe nicht. Nein, das möchte ich nicht. Oh, Ausdauer. Are you alright, Master? Na, weil ich hier den ganzen Krempel mit mir rumschleppe. Schwarzer Kristall gehörte einst einem bösen Geist. Immortelle gehörte einst einem bösen Geist. Findet Verwendung bei Herstellung von Heilmitteln. Betagte Insignien, fleischfarbene Schuppe. Taubenblut. Ah, Taubenblut, das haben wir doch gebraucht für irgendeinen bestimmten Gegenstand, den wir angelegt haben. Da bin ich mir sicher. Du sollst übernehmen und nicht übergeben. So, das alles mal rüber hier. Was haben wir denn hier noch so Schweres eingesammelt, außer die Steinchen?
dachte, ich könnte die wirklich zusammenfügen. Das ging doch auch. Irgendwie. So, übergeben wir hier mal noch ein paar Sachen. Starklettich. Ja, ja. Der Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit, so viel wissen wir schon. Hä? Was ist denn das? Boah! Schon wieder Feuerhunde! Ah! Jetzt hat er mich gegriffen! Habt ihr das gesehen? Ich hatte noch 32, also fast tot. Oh! Du elendes Mistvieh! Die sind ganz schön stark, ey, für Wölfe. Oh, wie viele! Ah, komm her, mein Dicker. Schon. Ja, schön. Von Schädel. Von Schädel getreten. Höllenhunde. Boah, geil. Geile Viecher. Starke Viecher. Ganz schön große Viecher. Aber auch niedlich. Oh, warum kann man den Pelz nicht mitnehmen? Du elender Höllenhund, du! Mach's fort! Oh, hat er nochmal. Hab das gehört, da hat er nochmal schön gekläfft. Oh, noch mehr! Ich glaube, meine Laterne ist leer. Öl noch füllen, ja, freilich. Oh, der hat direkt auf mich abgesehen. Das hat sich schon erledigt. So, Schwächung heilen. Ah, leider weg. Können wir gleich nochmal machen lassen. Brauchen sowieso noch ein bisschen Gesundheit. Sehr schön. Gleich unsere Waffen besiegen lassen. Oh, ist geil. Diese Deutsche, die wir auch vom Drachen bekommen haben. Die da so ein Drachenkopf oben dran ist. Wer würde die Dinger nicht gerne zu Hause an der Wand hängen haben? So, aber hier geht's doch tatsächlich mal weiter, Leute. Geht's wirklich weiter? Immer noch die Kammer der Abwesenheit. Sag mal, wie weit sind wir denn da rein? Oder ist das doch zufallsgeneriert? Ich dachte, wir hätten schon die zweite Ebene gleich erreicht. Ja! Metzelstunde! Ich sehe gar nichts mehr. Was ist egal? Oh, geil, ey. Was für ein Gemetzel. Blutkaraffe. Na, der ist doch tot da hinten, oder?
Was haben die denn alles verloren? Leute, ihr müsst mich doch beschützen! Oh, der ist echt zäh für so einen kleinen Mini-Goblin. Wir müssten doch irgendwo... Es steht ja einfach nur da, lässt sich nicht öffnen. Normalerweise wäre das dann vielleicht von der anderen Seite oder irgend sowas. Aber hier... Da würde es jetzt weitergehen. Geht's aber auch nicht weiter. Gut, dann müssten wir auf die nächste Ebene. Und da müssen wir auch sicherstellen, dass wir wirklich immer die nächste erwischen, weil sonst müssten wir uns das ja unbedingt merken. Also wir waren in der Beklemmung, wir waren in der Abwesenheit. Also Kammer der Abwesenheit, Kammer der Beklemmung. Kammer der Vollstreckung? Nein. Eine leere Flasche. Die können wir mitnehmen. Jetzt mal Öl auffüllen. Stahlnusssalbe. Riesiger Geldbeutel. Jetzt sprühender Foliant. Ja, es sind viele Heilungspräparate hier zu finden. So, hier ging es jetzt... Ach so. Die schmaumschen gerade alle weg, deswegen. Nee. Also hier geht es auch nicht weiter. Haben wir die Ebene also auch durch. Oh, geil. So ein endloser Dungeon, oder? Aber warum habe ich diesen blöden Pfeil? Ich komme nicht auf den Namen. Der von den Wänden abprallt. Mann, Mann, Mann. Der hätte uns hier echt viel gebracht. Aber naja, spätestens beim Zusatz werden wir den dann einsetzen. Na, hier hinten war auch nichts mehr. Ah, die Höllenhunde, die sind lästig. Sehr lästige Gegner, also. Hier ging es ja auch nicht lang, gell? Ja, jetzt war auch zu. Gut, dann müssen wir erstmal wieder raus. Und können nochmal Zeug verteilen. Gesundheitstrunk. Die Selen. Die wollen doch auch was haben. Wir finden ja eh noch genug, deswegen kann ich das schon mal weitergeben. Götterbann kriegt die Rose. Da wiegt nämlich auch einiges. Hellenhundpelz, Hellenhundreißzahn, jawohl. So, sind wir auch erstmal wieder leicht. So, Verzauberung, Verzauberung, juche! Schön. So, gut. Wieder raus hier. Und ab zur nächsten Ebene. Es kann ja nicht mehr so viele geben, oder? Gucken wir mal runter. Man sieht es halt schwierig. Ah gut, hier kann ich mich auch festhalten. Ja, das ist der nächste auf jeden Fall wieder hier drüben. Also praktisch immer rechts. Na gut, meine lieben Freunde, das werden wir dann im Part 71 zeigen. Ich bin euer Affenkönig, dämlich, das war Dragon's Dogma Dark Arisen. Lasst mir ein dickes Dankeschön in Form eines Likes oder eines Abos da. Ihr könnt auch gerne kommentieren, wie es euch denn gefällt. Ob ich denn richtig scheiße spiele oder gut spiele. Wie es euch beliebt. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut.